Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, wir sind hier vor Pippins Potions. Und ich glaube, ich sollte einfach mit ihm reden. Hallo, Mr. Perry Pippin. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Laweng. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Großvater? Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt was kaufen? Nee, kostet nichts. Ein Edurus-Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt, der ihn vor Schaden schützt. Ja, okay. Gekauft. Und Mega Power Trank, ein Rezept für einen Heiltrank. Lecker. Gekauft. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ui. Ui. Nahezu unsichtbar macht. Unsichtbarkeitstrank, lecker. Ja, die Lorfliegen kenne ich schon. Horklumpsaft. Wird im Mega-Power-Trank genutzt. Sumpfkratlerzunge. Sumpfkratler. Ein Gratler. Ein Organ, das aus dem Maul von Sumpfkratlern. Aha. Eier einer Aschwinderin. Ein Gelege von ihnen fühlt sich heißer und ist eine Zutat für Edurus-Trank. Was war Edurus-Trank nochmal? Gibt's ja nicht. Die habe ich gesammelt, oder? Im Unsichtbarkeitstrank. Blutegelsaft. Ja, nee, also. Oh, da gibt es noch Kampfwerkzeuge. Schon die fertigen Tränke, die er erwähnt hat. Ah, ein Mega-Power kostet 100. Aber ich habe ja keine Kohle. Das ist hier Kauf und das ist Verkauf. Könnte sein, ha? Huh? Aber noch muss ich nicht dringend was verkaufen. Ich habe einen. Ach so, den habe ich jetzt schon, den Edurus-Trank. Sehr gut. Ja, Herr Pippin, ich komme wieder, wenn ich darf. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Eine Handbuchseite, die ich sammeln kann von J. Pippins Zaubertränken, gegründet 1753. Die Apotheke in Hogsmeade. Ja, wunderbar. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Und dann hier rechts rumlaufe. Dann ist hier eine Kiste. Revelio. Ja, und zwar hier. Oh, wieder eine von der Sorte. Oh. Wollte ich nicht. Haha. Ah, die habe ich schon letztens nicht aufgekriegt, kann es sein? Also. Lumos macht ihm nichts. Schadding sieht ihm auch wohl. Ja, nee. Ich sag mal so. Da braucht's noch irgendwas Spezielles. Rebellion.
Habe ich mir gleich gedacht, dass hier ein Mega-Power-Trank drin ist. Und hier 42 Gold. Hammer. Wo hat's denn Bling Bling gemacht? Da hinten. Hier drin? Servus. Christi, ich klau dir schnell was aus der Truhe, okay? Und zwar eine geziemende Revelio. Was ist denn das? Accio. Lumos. Levioso. Accio. Tja, will sie nicht hergeben. Oh, kommst denn du her? Der wandmontierte Eberkopf. Ach so, der Eberkopf. Der schaut noch immer sehr lebendig aus. Dong. Gut. Haben wir das geklärt? Was brauche ich denn noch? Ich brauche doch noch was, oder? Wälzer und Schriftrollen und die magische Rübe. Wälzer und Schriftrollen und die magische Rübe. Was sind diese Sachen hier? Zentrale Platz. Die magische Rübe, die ist jetzt hier. Kann ich denn hier eigentlich Wegpunkte festlegen? Ah ja, wunderbar. Machen wir doch Platz hier. Geht eigentlich ganz schön ab hier im Dorf irgendwie. Oh, eine Axt. Kann ich anklicken? Die hackt dann Holz. Wunderbar. Nee, ist toll. Haushelfen waren schon immer. Das war vorhin ein Mädel. Jetzt ist das kein Mädel mehr. Ist das Zufall? Oh, ich bin 6 geworden. Ich sollte mir mein Inventar mal anschauen. Da war ja einiges dabei, was ich nicht anziehen konnte, weil ich noch nie 6 war. Hier, was Lilanes. Super cooles Zeug. Schon 9 Verteidigung, 20 Offensive. Ja, da habe ich schon das Beste an. Bei den Hüten 9 Verteidigung. Ist natürlich besser. Aber so kann da kein Mensch rumlaufen, ganz ehrlich nicht. Es muss doch so ausschauen. Hier habe ich schon geschaut, oder? Nehmen wir 7 Offensive oder 8 Offensive? Ja, gefällt mir eigentlich auch ganz gut mit dem Schlüssel drauf, aber nichtsdestotrotz.
Das war der Schal, der sich bewegt hat, oder? Verbesserung nicht möglich, keine Verbesserung angewandt. Was bedeutet das? Verteidigung 15, Offensive 23. Ich bin ja ein richtiger Größeres. Hier könnte ich jetzt 5 Verteidigung oder 5 Verteidigung oder 10 Verteidigung haben. Und dann nehme ich natürlich 10 Verteidigung. Aber natürlich laufe ich nicht in so eine Hosendingsi rum, ja. Eigentlich cool hier. Hohoho. Schaut es in meinen Sammlungen aus? Kann ich schon wieder was einlösen? Nee. Ach du. Ach du. Ach du. Na gut, dann geht's jetzt mal weiter hier. Oh, guten Tag. Ja, guten Tag. Du hast da einen riesigen Baum in deinem Haus. Da kann man gar nicht rein. Hallo, Timothy Teasdale. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Dip-Tam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Pippin? Aber genug von mir. Statten wir sie mit Dip-Tam-Samen aus. Dip-Tam. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja, Dip-Tam-Samen. Dip-Tam in kleinen Töpfen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ja, sicher, klar. War's das schon? Ich nehme noch schnell die 6 Gold mit, die da. Egal. Revelio. Ja, gerade noch so erwischt. Und hier die Erdbeeren schauen lecker aus. So, wo muss ich denn noch hin? Hier gibt es noch den alten Narr. Und da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Ist ganz schön weit draußen. Wälzer und Schriftrollen. Irgendwie bilde ich mir ein, da war ich schon. Aber gut. Wie mein Unruhig. Revelio. Jetzt finden wir noch irgendwas Nettes. Da fliegt noch was. So. Ums Eck.
Oh ja. Revelio. Ich bild mir ja ein, dass hinter dem Zauberstabladen auch noch was flog. Also weiß ich nicht. Hier so ungefähr. Revelio. Da wäre noch eine schöne Kiste, aber da komme ich wahrscheinlich nie ran, oder? Ah, du bist der von der Sorte. Hier komme ich zwar ran, aber ich komme nicht ran. Ja, ist es doch. Reparo. Nicht Reparo. Axio. Ich habe meine Handbuchseiten in Hogsmeade. Und zwar alle. Hier. Nee. Wo sind die? Was ist bei den Herausforderungen? Handbuchseiten? Zukus Meisterschelmmantel. Klar, warum nicht? Meisterschelmbrille. Und Meisterschelmhut. Alles klar. Ja, ich verstehe. Gesperrte Herausforderung. Schön, schön. Gut, gut. Ja, langsam, aber sicher. Habe ich Dinge im Inventar? Ja, und wenn ich jetzt hier so bin, könnte ich hier nochmal eine Bugseite fangen. Reparo. Nicht Reparo. Ah, da. Hallo. Mann, ey. Was ist mit dir? Pralinen, Alkohol. Du stehst da so hinter dem Posten. Ja, ich sollte wirklich, ganz ehrlich, mir feste überlegen, was ich als nächstes machen will.